Ja, ahoi zusammen. Heute zeige ich euch ja dieses wunderbare Gehege. Die Viecher habe ich euch schon gezeigt, damals noch vor der Qualitätsoffensive. Die sind ja wirklich cool. Bestehen hier aus so einem Teiletrenner, ne, mit Beinchen drunter, hier zwei so Zähnchen plus dann halt hier die Augen. Ja, mach hier mal kein Auge. Coole Teile. Ja, und ich war irgendwie der Auffassung, die Wesen brauchen ein Zuhause. Das war wichtig. Und das habe ich dann gebaut. Grundlage eine 32er mal 16er Baseplate. 16 mal 32 ist richtig. Ganz viel Grün. Ansonsten genau. Hier haben wir einen Typen. Der ist aus dem City Explorer, nicht aus dem Explorer-Heft, aus dem City-Heft von September. Müsste richtig sein. Auf jeden Fall jetzt aktuell, wo wir diese Aufnahme machen, ist im City-Heft ja wieder ein Bauarbeiter drin, in dem Heft davor. Ich weiß gerade nicht, ob das dann das Heft für Oktober oder September war. Genau. Zunächst mal die Basics. Natürlich haben wir hier ein eingezäuntes Gehege aus zwei verschiedenen Zäunen, was man halt so da hat. Ein tapferer Baum. Und ansonsten überzeugt das eigentlich dadurch, dass es unspektakulär ist. Hier ist der Skorpion auch aus diesem City-Heft. Passt nicht da rein, aber ich wollte irgendwie, fanden dann ganz lustig. Genau, ansonsten der Boden so ein bisschen mit Grün, so ein bisschen als Deko ausstaffiert. Wir haben drei von den Viechern, die kennt ihr ja schon. Von Instagram auch, hier meine Schatzkiste. Ach, so ein bisschen Deko-Gedöns ist das halt, ne? Genau, dann haben wir hier hinten als Highlight die Höhle für die Tiere. Besteht in erster Linie aus 2x14 Bricks in Grün. Aber eben auch so ein paar Light Blue Gray Steine, die ich aus dem Krokodil geklaut habe, die übrig geblieben sind. Und genau da oben drauf auch nochmal zwei Bäumchen. Ja, das ist so relativ klein natürlich, aber erfüllt, denke ich, seinen Zweck. Ist ein schönes Diorama in erster Linie. Und ist jetzt auch fertig. Also es ist ein Modell, was an und für sich alleine steht. Also da ist jetzt nichts groß hinter, da soll jetzt nicht eine ganze Serie draus werden oder ich baue jetzt hier irgendwie lauter Tiergehege, so ist das nicht. Ich wollte einfach ein hübsches Zuhause schaffen für eben diese Tiere, für die Brick-Separator-Tiere, um so einen Kreis einfach zu schließen. Die habe ich ja gebaut, so relativ ohne Kontext und habe halt einfach überlegt, was könnte man noch machen, um es so ein bisschen einzurahmen. Und da fand ich diese Idee sehr, sehr schick. Und ja, sehr viel mehr kann ich da auch gar nicht so groß zu sagen. Es ist halt simpel gehalten, ne? Aber ich finde es toll. Und es muss ja auch nicht immer das Wildeste oder Große sein. Man kann ja auch einfach mal eine schöne Szenerie machen. Genau. Hier können wir ansonsten auch noch mal so ein bisschen versuchen, mal reinzugucken. Aber da sieht man nicht viel, ne? Nee. Da siehst du überhaupt nichts. Mann. Ja, an der Stelle nochmal ganz klar gesagt, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, diese Tiere, die Brick-Separator-Tiere, sind nicht von mir erfunden. Also, ne, da habe ich keinerlei Rechte dran, das sind nicht meine Mocs. Die habe ich nachgebaut auf Grundlage einer, ja, eines gebauten Modells von der Fanausstellung in Hamm in Maximilianpark. Da habe ich ein Video auch von auf diesem Kanal hochgeladen. Könnt ihr ja mal gucken. Und die habe ich gesehen. Ich fand die so super, dass ich die unbedingt dann auch haben wollte. Und hier sind sie nun. So ist das für mich, wo ich sage, so kann ich das lassen. Das ist eigentlich auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Ein bisschen kürzeres Video heute, aber auf jeden Fall ein Video wert, würde ich sagen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ich begebe mich nun in die Freiwache. Macht's gut, bis dann. Ciao.